So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe Domme dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an, Grixis Delver, von dem guten Herrn, der neben mir sitzt. Guten Tag. Gegen Buck Beans Frog. Ja, was ein Haufen, ey. Ja, krasser Haufen. Ich finde es super lustig, weil dieses Bugs Frog ist irgendwie noch nicht so wirklich angekommen in der Meta. Ich finde es aber sau strong. Ja, also Bug Frog ist halt schon so ein Uro-Abwerfen, ist schon geil. Ja, genau, es ist halt so Uro-Abwerfen, plus halt, man hat ja Life from the Low. Noch ein Jungen. Was ja insane gut ist, einfach. Genau. Oh, ich hoffe, dass die nicht irgendwann einen Bug-Delver da drum bauen, dann wird's widerlich. Ich kann es dir noch nicht sagen, aber ja, aktuell schwarz schon ziemlich gut. Auf der anderen Seite, Grixis Delver, eins der Top-Tier-Decks aktuell. Jopp. Und das nicht ohne Grund. Sehr schönes Deck. Und mit einem sehr guten Start, aber 2, 4, 6, mal auf 5. Mulligan, wa? Jo. Ah, okay, das ist natürlich nicht gegen, so geil. Gegen Beans, die sehr kontrolllastig spielen, ekelhaft. Ja, das ist halt das Interessante. Dass, sobald man Frog halt liest, denkt man halt, es ist irgendwie ein Agro-Deck oder sonst was. Aber der Frog nimmt in diesem Deck und generell in den meisten Decks aktuell einfach die Rolle des Bowmasters ein. Weil Bowmaster wird immer weniger gespielt. Jo. Und damit macht man halt wirklich eine Menge Power. Und naja, was will der Gegner tun? Bowmastern? Ja, eben. Den Frosch kannst du mit Bowmaster, also okay, der zieht eine Karte und macht den Bowmaster-Token stärker. Dafür haut der aber auch stärker zu und stirbt nicht an dem Ping. Und er kann halt mal für 8 zuhauen. Ja. Oh, der ist sehr stark, sehr gut, sehr wichtig. Mit dem Trigger. Ja, weil Beans ist... Ja, zieht zu viele Karten rein. Ja. Gerade wenn du eh schon behind bist, kannst du da doch einfach riskieren, weil im Zweifelsfall ist das Game halt eh schon gelaufen. Können wir jetzt überlegen, man forced. Das ist aber dann schon worth. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, hier ist natürlich jetzt der Mana-Vorteil sehr, sehr low dann auf einmal. Da muss man auch sagen, da ist auch der große Nachteil von, gerade von Daze, das ja ein Zauber ist, wo man sagt, man nimmt eine Karte, also eine Insel zurück auf die Hand vom Feld. On the play, also wenn man, on the draw, wenn man halt der Spieler ist oder die Spielerin, die eine Karte zieht, im Vergleich zu der Person, die halt den Mana-Vorteil hat, ist Daze on the draw schon richtig bad im Vergleich. Ja. Jetzt ist die Frage, okay, man hat ein Land noch gefunden, man hatte nämlich nur einen One-Lander. Und dann... Das ist ein Delver, oder? Hat man den Delver, genau. Und dann haut man für einen. Der gute alte DRC-Verein. Ja. Ja. Hat man schon 3 Schaden. Das ist noch ein Brainstorm und ein Fetchland. Das ist schon nicht mal so verkehrt. Ja, und ein, wie heißt es nochmal? Unholy Heat. Ja. Oh, Wasteland. Wasteland ist übel, aber. Ja. Ist okay. Ja. Wenn jetzt natürlich ein Loam kommt, was macht er denn da drin? Boah, gute Frage. Ist ja wohl kein Nadu drin. schwierig bei Bug. Fehlt eine Farbe. Nee, Nadu ist blau-grün. Ach so, stimmt, der ist blau-grün. Das geht. Ich habe jetzt neulich gegen einen Ruck-Delver gespielt, das einfach 4 Nadus und 2 Schukus drin hatte. Wow. Ja, wenn die Combo online ist, dann kotzt er halt auch im Strahl, ne? Ja. Das war richtig, richtig strong für das Ruck-Delver. Dann das war not bad. Die Frage. Ist kein Flip gewesen, ist ein Land gewesen, ne? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich meine, es wäre ein Wasteland. Ja, ist ein Wasteland. Wahrscheinlich das Grüne, ja. Ja, dann schnack mal ihn von Grün ab und dann go. Den Trade will man nicht anbieten. Ne. Oh, da ist Loam. Low. Ist immer das Schlimmste, wenn man gerade Wasteland mit einem Gegner spielt. Low. Das ist so räudig. Ja, vor allem ist es sehr, sehr mies, wenn man halt mit nur einem Land da hängt. Ja, weil, ja, und der Gegner lohnt jetzt das Wasteland. Ne? Ja. Das ist halt schon widerlich. So, da hat man was aufgedeckt, und zwar ein Force. Ja. Ja, ist auch gar nicht mal so schlecht. Dann kann man das Loam gleich zumindest wegforcen, wenn das nochmal kommt. Ja. Ansonsten, ja, würde ich jetzt einfach hauen. Man könnte halt auch Fetch Brainstorm machen, um halt irgendwo ranzukommen, aber.
Braucht der 3-2er ist halt gut genug. Nicht. Du könntest aber... Jetzt halt die Chance, was in Grave zu kriegen und in Dias hier online zu kriegen. Da fehlt nur noch ein Land oder eine Sorcery, glaube ich. Ja, genau. Nicht ein Land, eine Kreatur oder eine Sorcery. Ist das Unholy Hit eine Sorcery? Nee, das ist ein Instant. Dann wäre die gar nicht da drin. Dann wäre Chamber. Ja, stimmt auch wieder drin. Stimmt auch wieder. Aber Unholy Hit 6 Schaden machen kann auch nicht. Ja, das stimmt. Unholy Hit kann 6 Schaden machen. Mhm. Dann kommt noch ein Beans. Auch richtig strong. Das ist jetzt, glaube ich, schon fast egal. Da überlegt man noch. Man callt das, okay. Jo, wenn er dann irgendwas in einem ja, okay, wenn Force vormacht, der macht halt zu viele Draws. Man muss halt schauen, ob er hinterherkommt. Ja. Da kommt ein Trigger vom DSC. Das ist ein Force, was weggeht. Ja, klar. Macht ja gleich nichts. Dann kommt ein Brainstorm. Das ist okay. Okay. Ja, denke auch. Kann man eh nichts machen. Da war aber, glaube ich, kein Force dabei. Nee, das sieht auch noch sehr viel Land aus auf der Hand. Ja, da so, Länder und Ponder. Man Länder. Hat aber schon einen Landdrop gehabt, die Zone. So, dann. Aber man hätte hier noch einen Damage nehmen müssen als Diver-Spieler. Stimmt. Ja. Da Ponder. Das rettende Ponder. Wir sind im. In Grixis kann man sich kein Basic Land erlauben, oder? Nein, in der Liste nicht. Ja, das ist halt wirklich übel, weil man halt, hätte man überlegen können, das Blau-Schwarze zu opfern? Weil man ja weiß, die in den Wasteland hat. Ja, man hat aber auch nicht so viel Blau-Schwarz, was intakt. Stimmt, man hat ja nur zwei also in der Liste sind halt zwei Uzi drin und das Surveyland. Und das Surveyland will man halt, wenn überhaupt, End of Turn zu ja, kriegen. Das ist richtig. Ist halt ein bisschen eklig. Ja. Ja, man hat halt nur sechs Länder und davon ist kein einziges ein Basic, was halt in gerade so einem Wasteland-Lock halt richtig mies ist. Ja, da ist ein Wasteland. Bolt. Man könnte das Grün weg Wastelanden. Ja. Weil dann muss der Gegner wahrscheinlich erstmal dafür sorgen, dass er irgendwas macht, weil jetzt haut man für 6, das ist halt schon sehr, sehr, sehr nah am Tod. Jetzt ist halt die Frage, wastelandet der Gegner? Genau. Oder weil, macht er irgendwas? Weil wenn er wastelandet, hat er halt den Read auf Bolt. Aber ich glaube, man muss hier versuchen, das Grün aufzumachen für nochmal Loam für Sicherheit. Ja. Und ich glaube, das kann gerade der Grixis-Delver-Spieler richtig schön ausnutzen. Das schmeckt. Ja. Man sieht hier wunderschön, wie Tempo tatsächlich einfach auch das Spiel dominiert. Also Tempo ist eine ganz, ganz weirde Sache innerhalb von Magic, weil Tempo halt anders als Aggro funktioniert, anders als pur in die Fresse. Tempo ist wirklich so ein, wer ist gerade der Aggressor, wer ist gerade der Defensor und wie weit kann er seinen Spielstil und seinen Spielplan überhaupt noch durchführen, während man selber halt sich weiter in eine gute Position bringt. Das finde ich halt so interessant bei dem Deck. Und hier ist dann halt auch die Frage, in welchem Punkt, also klar, wenn man mal auf 5 hat und man hat die Option, ist man der Aggressor. Punkt. Man hat keine andere Wahl. Und dann halt noch dieser Spagat zwischen, spiele ich Kontrolle oder spiele ich Aggro oder spiele ich genau dazwischen. Ja. Und jetzt hat Aggro halt einfach funktioniert. Ja, das ist richtig. Nachdem man den Gegner halt verlangsamt hat und weitergemacht hat. Das war ganz sweet. Das war sehr, sehr, sehr sweet. An dieser Stelle einen großen Dank an meine Patrons und dann YouTube-Membership. Talia-Tier ist mittlerweile voll, Talia-Plus-Tier ist voll. Supporter und YouTube-Membership und auch Fan-Tier sind noch alle offen, wenn ihr da mich unterstützen wollt. Ab 3 Euro im Monat könnt ihr mich unterstützen. Wäre das sehr, sehr cool. Da bin ich sehr dankbar. Das hilft mir immens. Gut, dann Sideboarding wird wahrscheinlich ein bisschen Gravejet Hate bei Glicksdaver kommen. Ja. Man rechnet wahrscheinlich mit Uro de Huro. Ja, Red Blast. Ja, Red Blast. Ich sehe schon einen Flood Mage. Stimmt, also Flood Moon. Flood Moon. Wasteland Bubble. Boah, spannend. Ich glaube, da hätte ich vorher gebubbelt, um zu wissen, ob er ein Land zieht. Es war ein Loam, weil dann hätte ich auf jeden Fall nicht gewastelandet. Ist halt die Frage, wie viel Land noch da ist. Ne? Ja.
Was hat man da noch? Blast, ich Ponda. Ja, der Blast bin ich, will ich wieder mit Ponda gehen. Dann, boah, ist halt, der Floodmage ist halt interessant. Ja. Weil du hast in dem Deck keine Möglichkeit, den zu droppen und danach noch irgendwas mit deinen roten oder schwarzen Spells zu machen. Das ist richtig. Auf der anderen Seite hast du ja, bist du Main Blau. Ja. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, spielt die Version auch noch den großen Decken. Den Murktide, ja. Murktide, ja. Oh, Force of Negation. Sehr, sehr strong Force of Negation. Force of Negation würde ich auf jeden Fall oben drauf setzen. Oh, was? Was? Das ist falsch rum. Force of Negation nimmt halt Life from the Loam einfach raus. Einen Blau Pitch hat. Ja, den Flood Mage. Man nimmt einfach Life from the Loam forever raus. Wurde jetzt hier gerade anders gesequenced. Hm? Ja, hier wurde gerade der Ding nach oben gelegt. DRC für Agro. Wasteland. Okay, also macht es jetzt in dem Moment keinen Unterschied. Aber das ist, ja, genau. Die letzte Karte will man fetchen, die will man nicht. Ja, dann kann man jetzt den DRC eigentlich legen. Oder man will den Blue Blast den Red Blast haben für Backup. Backup. Hier würde ich auf jeden Fall die Überlegung setzen, dass man das auf jeden Fall in den Counterbar setzen will. Man will hier den DRC dabei haben. Mhm. Auf jedensten. Das ist schon lecker. Der ist fast schon online. Da geht nämlich ein Force of Will. Da fightet man dann entspannt. Ja, brauchst halt irgendeinen Buddy. Oh, Wail of Summer. Spannend. Ja, stimmt. Buck kann dann Wail of Summer spielen. Mhm. Was aber gut ist, weil man halt hier jetzt Sachen rausbaitet, die halt dafür sorgen, dass man halt gleich das Life from the Loam einfach forever exilen kann. Mhm. Genau, es kann nicht gekontert werden, ist auch ganz gut für Leute, die irgendwie um eine Vexing-Bubble herumspielen wollen und müssen. Kann man die Karte auch einfach spielen und dann durch eine Vexing-Bubble auch einfach gewinnen. Ja, da war nämlich, glaube ich, gerade der Read, ob das gecountert werden, damit zusammenhängen, glaube ich, ein schwarzer oder blauer Spell war es. Ne? Genau, schwarz oder blau. Gespielt wurde. Und das ist nicht so. Nee. Das tatsächlich ist absolut nicht so. Uncountable ist. Da kommt Life from the Loam und da muss auf jeden Fall. Was? Was? Das hätte man sowas von Force of Negation müssen. Interesting. Vielleicht wird der Flood Moon zu hoch gevalued. Also, wirkt fast so. Weil man kommt ja jetzt aus diesem Wasteland-Lock gar nicht mehr raus. Okay, jetzt macht man das. Dann hätte man das letzte Runde schon machen können. Hätte man einfach ein Land behalten. Ja, egal. So oder so ist jetzt raus, das ist gut. Weil, guter Draw. Der Frosch. Draw. Ich glaube, beim Gegner habe ich ein Ding auf der Hand gesehen. Einen Murderous Cut. Ja. Kriegst den auf jeden Fall weg. Das ist halt die Sache bei dem Frosch. Du musst aufpassen, wann du die Karten committest da rein, weil der ist halt so leicht zu removen. Ja, der ist richtig leicht zu removen. Aber wenn er halt nicht removed wird, gewinnt er das Spiel für dich. Ja, dann ist dort halt einfach Game. Ja, deswegen, also das ist schon nicht so verkehrt. Und, nächsten Push. Nee, es war. Doch, ist ein Push. Mhm. Push, ein Command. Ja, das ist ein Push auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, man geht die auf jeden Fall pushen. Ja, man kann theoretisch noch warten, ob der Gegner noch was reinkommittet. Okay. Ah, okay, du kannst ein Land auf die Hand nehmen. Ja, Life Train, 3 weg und Land, dann Wasteland. Das ist schwarz. Hätte ich auf jeden Fall das Rote genommen. Ja, ich auch. Nicht nur, weil wir das schon gesehen haben. Ja, da Damage Draw. Damage Draw, da kommt ein Delver. Den kann man jetzt spielen und dann das Wayland spielen. Das ist ein schöner Sequence. Oh ja, das ist eine sehr schöne Sequence.
Und dann kann man gucken, ist was drauf, was den flippt? Scheinbar ja. So, und dann ist die Frage, was macht der Gegner jetzt? Mhm. Da passiert so lange nichts. Go, das ist wirklich krass. Das ist ein... Ist das auch ein Red Blast? Ja, das ist ein Red Blast ist ein Pyro Blast. Mhm. In dem Full Art. Ja. Dann kam der Push, dann kam der Draw. Dann kam der Draw, jetzt kommt der Beat für 3. Beat für 3. Gibt noch 19. Das ist natürlich jetzt ein bisschen noch ein langer Weg, aber gerade in so einem grindy Gameset kann es oftmals sein, dass das einfach ausreicht. Mhm. So, jetzt ist die Frage, was kann Buck jetzt noch machen? Der hatte sonst eine Schiene relativ nicht mehr viel auf der Hand. Uhura ginge, ja. Selber einen Frosch droppen? Ja. Das immer ein Game. Vor allem, weil er den Delver damit schnell abräumen kann. Ja. Und ansonsten... So ein Brainstorm, oder? Das sah so aus, ja. Ja, Brainstorm. Brainstorm. Boah, Red Blastet man den? Oh. Ich würde fast schon überlegen, ja, zu Red Blasten. Ich würde den auch schon überlegen, zu blasten. Ja. Auf jeden Fall, wenn der Gegner dann halt nicht so viele Ressourcen hat, was zu machen. Mhm. Und eben da zum Beispiel auch eine gute Karte anscheinend oben drauf hat. Mhm. Jetzt hat er auch nur noch eine Karte. Es ist 1 gegen 1. Man hat einen Removal auf der Hand als Delver. Ja, aber das ist auch ein Murderous Cut. Das ist ein Murderous Cut, okay. Den kann man nicht. Warum mit ein grünes hier offen lassen? Ja, okay, man hat eh keine Handkarten mehr. Da war ein Tassigur. Da war ein Tassigur. Da war ein Tassigur. Da unten ist ein Tassigur. Was zur Hölle tut ein Tassigur in diesem Deck? Was? Holy fuck. Ja gut, man kann auch mal eine Petkarte mitnehmen. Ja, aber Tassigur, den habe ich schon. Den finde ich schon spannend. Sechs oder sieben Jahre nicht mehr gesehen. Ja. Wow. Was war das? Frogo, ich glaube, das war Frog. Glaube ich nicht. Frog hätte man gespielt. Ich kann wahrscheinlich eher ein Removal. She Aldreds, glaube ich. Something. Mm. Okay. Was hat er denn jetzt noch drin? Zwei Mana. She Aldreds Edict. Damit opfert man eine Kreatur. So viele Kreaturen sind auch in dem Deck nicht mehr drin, wenn ich es richtig sehe. In dem Deck? Muss man auf jeden Fall das Land droppen. Ja. Wenn jetzt natürlich irgendwie der Floodmage kommen würde, das wäre halt vernichten gut. Das wäre schon richtig gut, ja. Zwei Mana. Oh. Ist handelbar. Den kriegt man sogar mit der jetzigen Hand weg. Hm. Das ist immer eine Sorcery-Idee, ja. Der ist Sorcery, ja, aber der zerstört halt irgendeine Kreatur. Sweet. So, dann Smash. Und dann legt man den Delver und hofft, dass der flippt. Genau, ist der klassische, ich hoffe, dass mein Delver flippt Move. Jupp. Und wie oft passiert das so? Verdammt selten. Bei meinen Delvern verdammt, verdammt selten. Ich wird gerade geguckt, ob überhaupt noch Länder drin sind. Nee, es wird geguckt, ob noch eine Volcanic dabei ist. Hm. Weil in den Listen sind halt immer nur 3 Volcanics drin und es sind schon 2 im Friedhof. Oh shit. Ja, genau das. So, was macht man jetzt? Hier scheint was gefunden zu sein für 2. Bowmaster. Bowmaster, natürlich auch strong. Der pinkt den jetzt natürlich kaputt. Das Kriegs selber spielt kein Bowmaster mehr, oder? Nein. Die spielen ja dafür den Frosch. Hm. Deswegen, da ist der Frosch. Floodmage. Das jetzt ballsy. Naja, der Gegner sucht sich jetzt halt noch einen Sumpf, wenn er einen hat. Und jetzt geht's darum, wer findet den Murktide zuerst. Ja. Und du hast eine Clock von 8 Runden. Ich meine, da ist bis jetzt noch keiner rausgekommen. Das heißt, die Chance ist groß. Nee, also was heißt 8 Runden? Also beide stehen jetzt. Ja, der Floodmage wird halt auch als Blocker da stehen. Deswegen. Genau, also beide stehen jetzt einfach nur dumm da. Und keiner hat Basics. Nö. Buck konnte auch kein Basic fetchen. Ja, dann gucken wir mal. Dann spielen wir doch mal dieses lustige Draw-Go-Spiel. Da ist ein Insel-Go. Insel-Go. Island-Ponder-Go. Ja.
Das ist natürlich so ein Magic, Legacy ist das ja, schnelle, ja, klasse Legacy, Format. So ein Turn 1 Format, ne? Ja, absolut. Oh, Balance. Schön. Oh, da wird Force of Will drauf gesetzt. Force of Negation. Die will auf jeden Fall mal haben. Ja, die kriegt jetzt halt nach Möglichkeit jeden verkackten Cantrip weg, ne? Ja, hoffentlich. So. Oh Mann, ist das eine, Entschuldigung, Science mit Krüppelkeule. Oh mein Gott. Klar. Aber jetzt wird's halt interessant. Irgendwann. Top Deck Go. Brainstorm. Brainstorm ist halt spannend. Ja, will man den Damage haben? Das ist die Frage, genau. Aber auf der anderen Seite, irgendwann kommst du vielleicht in den Punkt, wo du den Floodmage selber wegkriegen musst und dann kannst du gerade den Brainstorm spielen und vielleicht baitet er. Ja, die Bubble macht halt einen Schaden. Das war ein Murky, oder? Ich weiß es nicht. Nee, ist ein Ponder. Ponder. Trigger. Ja. Und wenig. Ein Wasteland. Ein Wasteland. Na, dann darf der Junge ja mal pondern. Es wäre halt so gut, wenn jetzt irgendwie einen Bouncer oder Seite für den Ding. Ich weiß gar nicht, der Petty Theft, beziehungsweise der Brazen Burrow ist ja drin, ne? Ne, Mainboard sind die nicht mehr. Die sind, wenn dann, Sideboard. Hm. Du spielst Mainboard wirklich nur noch 4 Delver? Oh, das ist natürlich gefährlich. Ja. Ein Wasteland. Dann Draw, Abgib, Trigger. Das ist natürlich sehr uncool. Den Damage. Hä? Interesting. Hätte doch einfach Gesicht schießen können. Oh. Das verstehe ich nicht. Aber jetzt natürlich ein 2-2er, der halt jetzt theoretisch bieten gehen könnte. Dem ich, glaube ich, tatsächlich sogar durchrennen würde. Weil man hittet ja man hittet eine Runde langsamer. Ponder. Balance. Frog. Ah, spannend. Und da ist nichts bei, glaube ich. Da war nur Quatsch. Das ist halt jetzt die Kacke. Er kann halt seine Cantrips noch benutzen. Ja. Ponder. Eins deeper, aber jetzt wird das Deck ist auch nicht mehr groß, wa? Nee, da ist nicht mehr viel drin. Das Deckout ist auch eine Option. Der loamt halt viel und zieht viele Karten. Aber duell. So, und den Frosch willst du halt eigentlich auch nicht auf der Hand haben, ne? Ne. Das ist halt Länder. Menge Inseln. Magic. Ja. So toll. Ja, aber ich glaube, man muss hier einfach weiter stehen bleiben erstmal. Und Das ist jetzt halt die Frage, was man da macht. Du könntest den Brainstorm zünden, in der Hoffnung, dass du, ja, wird auch gemacht, den Trigger auf den Stack von der Counterbalance. 1, 2, da ist sogar ein Merktide bei 3. Und dann hoffen, dass du dich mit der Counterbalance jetzt stabilized. Ja, vor allem mit dem Bolt noch auf der Hand. Wahrscheinlich wird jetzt der Floodmage abgeschossen. Wahrscheinlich, ja. Das ist strong. Dann gehen 2 da drauf, einer ins Gesicht. Jupp. Und dann stirbt der Floodmage. Oh, da sind 2 Wastelands offenbar. Okay. Da kann man jetzt auch noch andere Dinge machen. Na, kann den von Grün komplett nicht abschneiden, aber kann von... Auf jeden Fall 2 Grün und Blau mitnehmen. 2 Grün wegnehmen und dann ist gut. So, dazu kommt, man kann auf jeden Fall auch noch Bowls werfen. Ja, es ist natürlich sehr spannend. Es passiert natürlich 1000 Dinge gleichzeitig. Ja, jetzt ist der Floodmage weg, jetzt eskaliert das Board. Ja. Naja. Ich glaube, man hat aber tatsächlich nur noch ein Fetch-Target drin. Blau-Schwarz-Quellen beide weg. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man überhaupt noch ein Target drin hat. Und dann nimmt man Rot in den Pool wahrscheinlich.
Der Rot und Blau. Man kann halt jetzt Trigger Balance. Trigger Balance am Stack Brainstorm. Man hat ja noch einen anderen Pool. Wow. Ja, okay, okay, das ist vorbei. Das ist over. Ja, das wäre aber ohne den Flood Moon auch over gewesen. Das ist richtig. Dann Game 3. Spannend. Jetzt endlich mal kriegst du selber. Darf anfangen. Ja. Mal gucken, was da so kann. Das ist wieder ein Unholy Heat. Delver, also drei Kreaturen und also alle drei Kreaturen außer Murktide habe ich gesehen und dann halt so ein bisschen Spice drumherum. Ja. Sehr gute Spice. Kann man ja machen. Es ist solide. Finde ich auch. Vor allen Dingen der Start halt jetzt mit Diasi und dann Delver nachspielen ist halt übel. Das kann ganz schnell 6 Power in der Luft werden. Ja, vor allem, wenn man den DSC halt echt einen guten Startkarte einfach hat, wenn man sie raustroppt. Ja, da kommt ein Land. Ist die Frage, ob man das wollte. Wahrscheinlich, so wie das aussieht. Ist auf jeden Fall besser wie der Delver, wenn der Delver rausgespielt werden wäre. Fetch Delver. Okay, man will das Rot behalten. Wahrscheinlich für das Unholy Heat. Ja. Und dann wahrscheinlich Blind Flip nächste Runde. Ja. Wird wahrscheinlich eh nicht klappen, von daher. Ah, klappt doch eh nie. Ach ja, Blind Flip können die jetzt Fetch of Surveil machen. Ja, das ist sowieso so ein Sweetes mit den Surveillern. Hat man jetzt auch was zu tun, wenn man die erste Runde nicht fetchen kann. Ja, oder muss. Das ist richtig. Aber man wollte es wohl nicht. Ich habe Frosch gesehen. Kann sein, dass Double Frog dabei ist. Aber Frog ist natürlich auch echt ein dickes Ding. Ja. Den zu bolten. Also Rot ist halt, hat aktuell einen harten Dämpfer wiederbekommen. Ja, das stimmt schon. Deswegen sind die Unholy Heat und die Mode und Collapse halt jetzt mittlerweile drin. Weil die Collapse kriegen alles weg und die Heat kriegen im Zweifelsfall auch mal einen Frosch weg. Oder einen kleinen Murktide. Ja, ja, ist richtig. Aber die Heat kriegen gleichzeitig immer einen Grief weg. Ja, das ist richtig. Lange noch da. Das ist halt auch schön da dran. Also das Deck ist aktuell sehr, sehr schön aufgestellt, kriegst du Stelder. Finde ich auch. Weil jetzt mit Eldrazi könnte man schon fast überlegen, ob man stifelt. Zwar Mainboard, am besten 6 Stück. Gibt doch diese wunderschöne Karte. Ah, der Flood Moon ist dort. Kommt Bowmaster. Da kommt ein Bowmaster, der passiert, ne? Den Diaz, dann schmeißt man jetzt noch dort an Holy Heat. Ja, für den Trigger. Für den Trigger. Kann man noch gucken, ob der Delver flippt. Dong. Dong. Einmal die Kamera mitgenommen. Ach ja. Klassiker. Bin so froh, dass ich die gut befestige einfach. Ja. Ich glaube, da wird gerade noch gewartet, bis der Seegang weg ist. Ja, ja, das ist, ist auch gar nicht mal so verkehrt. Dann wird ein Frog weggeworfen. Boah. Triple Frog. Tja, wäre auch okay. Ja. Zieht halt eine Menge Handkarten, ne? Aber man will halt, dass der Delver flippt. Oh jo, ja. Der flippt sogar mit. Sieht aus wie Force. Nee, noch ein Heat. Noch ein Heat, okay. Das natürlich schön. Ja. Einmal Frog, einmal 3 ins Gesicht. Das ist ein stronger Move gerade. Ja, nächste Runde schön Karten ziehen. Das schmeckt. Und jetzt ist man auch in der Position, wo man easy, wenn man es schafft, einen Flood Moon droppen kann. Hm. Und wenn es nur als Bait ist. Jetzt nicht mehr? Oh, es ist halt so doof, dass man so wenig Kreaturen drin hat. Muss man auf jeden Fall den Delver opfern. Ich glaube auch. Oder ja, man hat ja noch einen Frosch auf der Hand. Ja, aber der Frosch zieht eine Karte. Der Frosch zieht eine Karte. Okay, man hat nur einen Land gezogen. Man hat auch einfach Glück. Ja. Pedder Lucky den Skill den Lucky oder was? Kriegst du irgendwo her, ne? Ja. So, jetzt hat man den Schaden schon mal gemacht. Da kommt ein Force auf den Frosch. Das ist schon mal gut. Und dann gibt noch 10. Go. 10 ist halt die Hälfte und man ist gar nicht so fix dieses Mal. Ja, und man würfelt aktuell auch schwer mit seinen Ländern durch die Gegend. Also viele Länder liegen da noch nicht bei Bug. Nee, das weiß man nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, man ist auch nicht unter einer harten Pressure Clock. Also Delver war 2000, wann kam der raus? 2010? Boah, irgendwas in den Dreh rum. Innistrad, ne? Ja,
da war der halt eine Hausnummer und da hat er halt auch was gemacht. Und er hat auch jahrelang was gemacht. Aber man hat immer wieder gesehen, es sind einfach irgendwann immer bessere Kreaturen auf den Markt gekommen, wodurch die anderen einfach das verlassen haben, das Haus. Du hast halt auch so oft schon Karten, also Momente gehabt, wo Delver aus den Decks rausgeflogen ist. Mhm. Boah, jetzt Floodmage? Just for the try? Boah. Also es ist nicht schlecht, weil es von Schwarz abschneidet aktuell. Und Buck hat ja tatsächlich einfach auch schon... Grün-Blau macht nicht so viel. Nee, genau, wollte ich gerade sagen. Also das Deck hat ja schon bewiesen, dass es nicht nach Schwarz fetchen kann und dementsprechend keine Schwarzquellen drin hat. Hm. Uff. Der ist übel. Ja. Kriegt man den weg. Aber wenn er angreift... Ja, ist jetzt die Frage, wer gewinnt das Race, ne? Weil der Bugspieler kann sich, glaube ich, nicht erlauben, mit dem anzugreifen. Nee. Da ist ein Unholy Heat. Der ist aber 6 und man hat ein Unholy Heat. Mhm. Hat man denn Delirium, Creature, Land, Instant? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Lol. Oder man hat auch einfach Selon Murktide. Aber der ist, glaube ich, auch nicht so dick, oder? Nee, den kannst du gar nicht dick machen. Der wird wahrscheinlich maximal 5 oder so. Wenn der überhaupt 5 wird. Überhaupt, der ist 3-3. Der ist einfach ein 3-3er. Jo, ist halt, ja, aber auf der anderen Seite, ne, jetzt kann der Bugspieler halt noch weniger angreifen. Das ist richtig. Das ist richtig. So, und dann kommt die Frage, was machen die Spieler jetzt generell? Jetzt ist halt so ein schönes... Du kannst mich nicht angreifen, ich werde dich nicht angreifen. Schön, sagt er. Schön. Ja. Ich spiele auch Pox. So, ja. Okay, das sind nicht so die besten Sachen. Ne. Da muss man jetzt richtig rum den stacken. Dann kann man das Delver-Ding spielen. Ja. Und dann Go sagen. So langsam sicher sich halt nach vorne creepen. Jetzt gleich ist man auch so in dem Moment, wo man sagen kann, okay, nächste Runde, wenn der Delver flippen sollte, kann ich angreifen. Und da war ein Force, das kam noch zu spät. Das ist eine Runde zu spät, ja. Dann da zeigt man das Heat. Und jetzt kann man angreifen. Kann man? Jetzt kommen 6 Schaden durch und die Runde danach 3. Ist richtig, man kann angreifen. Man kann einfach angreifen. Wenn man das jetzt sieht, das war nämlich, glaube ich, das Problem in dem Moment. Mathe und so. Ne? Ja, wobei man kann immer noch sagen, man weiß ja nicht, ob man auch einfach durchkommt. Weil wenn er dann einen zweiten Blocker setzt... Der muss nur einen Brazen Borrower haben. Ja, genau, da ist halt das auch fast schon wieder um. Also, ja, man kann angreifen. Ich glaube aber... Also, safe ist es nicht. Nee, safe ist es nicht. Die Frage ist, kommt man nochmal in eine Position, in der das safe ist? Das ist eine Frage. Man weiß, was man zieht. Das sind 2 rote Karten. Genau, und jetzt muss man halt schauen. Ab jetzt kommt es halt ein bisschen um die Turns drauf an. Das ist ein Force. Das sind noch... Also jetzt hat er 2 Force auf der Hand. Boah, da ist so Karten. Langsam ist der Moment gekommen, wo man schon fast überlegen kann, den Flood Moon einfach... Ja, oh ja, stimmt auch. Das geht natürlich auch immer. Island Go. Da ist eine Negation. Das ist nicht so verkehrt. Aber spätestens mit der Negation kann man eigentlich safe ins Gesicht prügeln. Ne? Das wird Veil of Summer. But why though? Es tut nichts passiert. Es tut einfach genau gar nicht. Ja. Hä? Ich glaube, das ist jetzt gerade einfach nur ein Wanna Try. Nee, es sagt halt, der nächste Zauber kann nicht gekontert werden. Man kann damit halt so was baiten. Man kann jetzt halt damit einen Counter baiten, weil man dann irgendwie sagt, okay, vielleicht will er Brainstorm, vielleicht will er irgendwas machen. Nö. Ja, es war einfach ein Counterbait, um zu schauen, ob ein Counter da ist. Das ist buntes Mana, das ist ganz viel buntes Mana, das darf nicht liegen bleiben. Und jetzt geht man auf 6 runter. Damit ist man tot. Jupp. Second Main, man braucht grün und schwarz, man kommt nicht rum. Nee, das ist dead. Dead. Plus 2 Farben und man hat grün gerade. Das hätte man einfach negation lassen sollen.
Ja. Das war bitter. Das war bitter. Grün, dann ziehst du damit noch eine Karte. Ja, könntest noch irgendwas, das war bitter. Nee. 2-1 für Grixis Delver. Sehr, sehr, sehr cooles Spiel. Uff. Sehr, sehr cooles Spiel. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wenn ja, Daumen nach oben da lassen, Channel abonnieren. Wir machen ganz viele Gameplays, Legacy und Openings und Decktags und ganz vielen coolen Kram. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Seed. Ciao, ciao.